Hi, Stefan wieder hier. Heute gibt es wieder einen Teil der Cover Designer Serie. Diesmal geht es um Simon Harfon. Harfon hat im Laufe der Jahre so einige Plattencover gestaltet. Am meisten bekannt ist er aber für seine Arbeiten für The Star Council bzw. von und mit Paul Weller, George Michael, Madness, The Who und Oasis. Fun Fact, er ist auch Produzent der wahnsinnig erfolgreichen Wham-Doku auf Netflix. Unbedingt anschauen. Angefangen hat Simon Harfon bei Stiff Records, wo er auf Designlegende Neville Brody traf. Später ging er dann als sein Assistent mit zum Magazin The Face. In dieser Zeit traf er auch viele andere Designer und vor allen Dingen Musiker aus der St. Martin's College und Soho-Szene. Hier begann auch seine langjährige Zusammenarbeit mit Paul Weller, also wirklich eine sehr lange Zusammenarbeit. Seine Designs für Star Council, Tracy etc. sind stark von den Plattencovern der 50er und 60er geprägt. Und oft schaut auch Reed Miles, den hatten wir ja schon, und seine Blue Note Records Designs vorbei. In Verbindung mit dem Look der 80s haben sie allerdings, wie ich finde, einen ganz eigenen Charme. Legendär ist sein Design für das Album The Cost of Loving, auffällig gestaltet in der Farbe International Orange, die in Variationen auch für die Golden Gate Bridge und von der NASA verwendet wird. Kann man sich vorstellen, warum? Hebt sich sehr gut von Blau ab im Hintergrund, wenn man darüber nachdenkt. Besonders toll an seinen Designs finde ich, dass er mit viel Liebe zum Detail und einem guten Sinn für Typografie herangeht. So sind seine Cover auf der Rückseite wahre Kunstwerke und selbst die Oberseite der Hülle, also der Spine, ist oft noch sehr passend designt. Und ja, ich weiß, ich habe ein klitzekleines Problem mit dem Sammeln von Style Council Platten. Da müsste ich mal ran, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, teilen und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!